Geschäftiges Treiben herrscht an den ersten Frühlingstagen in Salzburgs Gärtnereien. Im Geschäft von Veronika Schmeikal ist man gerade mit Aufräumarbeiten und dem Umbau fertig und hat schon die ersten Balkonpflanzen herausgeräumt. Mit den ersten Sonnenstrahlen im März kann man auch zu Hause beginnen, Farbe in den Garten oder auf den Balkon zu bringen. Stichtag dafür gibt es keinen. Da muss man sich einfach nach dem Wetter richten. Also in den letzten zwei Wochen kann man sich einfach nochmal bequem auf die Ofenbank setzen, die Füße hochlegen. Ja. Und wenn es dann wirklich schön wird, dann rausgehen. Also jetzt, heute ist ein super Tag zum Garteln, warm, sonnig, mild. Das ist ideal. Und da kann man Rosen zurückschneiden. Einmal, wenn man Stauden im Garten hat, also Winterharte, die einziehen, kann man jetzt das Laub, das oben noch liegt, das Abgestorbene, kann man wegnehmen, runterschneiden. Solche Sachen kann man jetzt gut machen. Und dann kann man frisch ans Werk gehen und sich mit Frühlingsblühen eindecken. Ja. Rauken und Primeln können ab sofort problemlos eingesetzt werden. Auch Stiefmütterchen halten auch noch ein paar Minusgrade aus und sind somit nicht nur für den Friedhof, sondern auch für Garten und Balkon geeignet. Wer gerne Tulpen oder Narzissen hätte, kann jetzt außerdem schon anfangen, Zwiebeln auszusetzen. Die waren jetzt über den Winter eingegraben, also die haben wir übereinander gestapelt und ganz dick mit Laub gepackt und links und rechts noch Styropor, weil die eben nicht in der Erde sind und wenn die Fröste von allen Seiten rankommen, ist es ein bisschen gefährlich. Wir haben ein bisschen Ausfälle, sieht man manchmal in so Kisten, also da wird nicht allzu viel kommen, denen ist es zu kalt geworden, aber sonst kommt das Zeug ganz schön daher. Das dann alles jetzt Tulpen, Narzissen, Krokusse, die kann man jetzt bedenkenlos raus tun. Da Ostern vor der Türe steht, haben auch die Palmkatzerl wieder Saison. Während sich die meisten Blumen über die lange Schneedecke heuer gefreut haben, brachte der lange Winter schlechte Bedingungen für die Palmkatzerl. Ja, Palmkatzerl war heuer schwierig zu bekommen. Eben durch die lange Kälteperiode haben sie noch nicht so toll geblüht. Also es war gar nicht so leicht, dass man welche ergattert. Wenn man Palmkätzchen sich einwässert oder in eine Vase stellt, muss man darauf achten. Das, was man jetzt, diese schönen Kätzchen sind die männlichen Blütenstände und die sind eigentlich noch knospig. Wenn man sie in Wasser stellt, dann blühen die auf, kriegen sie diese gelben Staubgefäße und dann fallen sie auch ab. Und das geht dann relativ zackig. Also wenn man es länger haben möchte, muss man es trocken in die Vase stellen, also ohne Wasser. Wer Kräuter oder Gemüse selbst ziehen möchte, sollte sich noch ein bis zwei Wochen gedulden. Anfang April bleibt immer noch genug Zeit, um Tomaten oder Gewürze zu pflanzen.